Heute vergleiche ich das Apple iPhone 11 mit dem iPhone 11 Pro. Ein interessanter Vergleich. Ich vergleiche die Unterschiede der Merkmale von beiden Geräten in den Kategorien Design, Bildschirm, Leistung, Kameras, Audio, Akku und Eigenschaften. Am Ende des Videos bekommt ihr einen Sieger. Schaut euch auf jeden Fall auch die Erfahrungsberichte auf Amazon an. Ich habe euch beide Geräte unten verlinkt. Design. Beim Punkt Design gewinnt das iPhone 11 Pro knapp mit 78 zu 75 Punkten. Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser: 6 Gramm leichter, 0,2 mm dünner, 6,9 mm kürzer, 4,3 mm schmaler, 2 Meter tiefer unter Wasser noch dicht und 12,2% geringeres Volumen. Bildschirm. In der Kategorie Bildschirm gewinnt das iPhone 11 Pro eindeutig mit 67 zu 51 Punkten. Es sticht hier durch folgende Vorteile heraus: 40% höhere Pixeldichte, 1,9-fach höhere Auflösung, OLED bzw. AMOLED-Bildschirm, 1429-fach höheres Kontrastverhältnis und hat TouchForce bzw. 3D-Touch. Das iPhone 11 kann auch punkten und hat folgende Vorteile: 5,2% größere Bildschirmgröße und besitzt ein IPS-Panel. Leistung. Beim Punkt Leistung ist das iPhone 11 Pro mit 76 zu 75 Punkten haarscharf vorne. Es schlägt sich hier bei folgendem Merkmal besser: 256 GB mehr interner Speicher. Das iPhone 11 hat auch seine Stärke und hat folgenden Vorteil: 0,3% höheres Benchmark-Ergebnis. Kameras. In der Kategorie Kameras ist das iPhone 11 mit 86 zu 82 Punkten knapp vorne. Es schlägt sich hier bei folgendem Merkmal besser: Es hat einen manuellen Fokus. Das iPhone 11 Pro hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile: 1,5-fach mehr Megapixel der Hauptkamera, 26 mm größere maximale Brennweite und hat eine Frontkamera mit 2 Linsen. Audio. Im Bereich Audio gewinnt das iPhone 11 Pro deutlich mit 42 zu 33 Punkten. Es schlägt sich hier bei folgendem Merkmal besser: ein Mikrofon mehr. Akku. Im Bereich Akku kommen beide Smartphones auf 70 Punkte. Bei folgenden Merkmalen ist das iPhone 11 Pro besser: 2,6% mehr Akkuleistung und 1 Stunden höhere Akkulaufzeit. Eigenschaften. Beim Punkt Eigenschaften gewinnt das iPhone 11 Pro knapp mit 78 zu 73 Punkten. Es kann hier durch folgende Vorteile überzeugen: 17,2% schnellere Downloads, 3,3-fach schnellere Uploads, hat einen Infrarotsensor und hat Motion Tracking. Ergebnis. Mit 73 Punkten schlägt das Apple iPhone 11 Pro in der Gesamtwertung knapp das Apple iPhone 11 mit 70 Punkten. In der Beschreibung unten habe ich euch die aktuellen Amazon-Seiten zu beiden Produkten verlinkt. Dort findet ihr auch gute Erfahrungsberichte. Wenn euch dieser Vergleich gefallen hat, freue ich mich riesig über einen Daumen nach oben. Wenn euch etwas fehlt oder sich ein Fehler eingeschlichen hat, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Lasst mich und alle anderen auch gerne wissen, für welches Smartphone ihr euch entschieden habt. Ich freue mich über jeden Like. Um über neue Vergleiche informiert zu werden, abonniert jetzt meinen Kanal und klickt auf die Glocke.